Ganz im Zeichen des Nationalparks wurde am 20. Dezember in Nofelden das Café Kältekatz eröffnet. Es ist ein Projekt für die Katz. Es ist glücklicherweise ein Projekt für die Kältekatz, denn das ist eine ganz besondere Katz. Und diese Katz, aber auch dieses Projekt und dieses Nationalparkcafé hier in Nofelden ist ein Schmuckstück. Im Namen von Landaufschwung überreichte der Landrat einen Scheck in Höhe von 31.000 Euro für das Infrastrukturprojekt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Nationalparks Hunsrück-Hochwalds und des Nationalparkcafés Nofelden. Als Vertreter der Bauherren, meine Eltern, der Eheleute Waltraud und Hans-Friedrich Schopper, freue ich mich sehr, Sie heute zur Eröffnung des Nationalparkcafés begrüßen zu dürfen. Mit Ihrem Kommen zeigen Sie Interesse an einem Projekt, das den grenzüberschreitenden Charakter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald ganz besonders repräsentiert. Ich bin wirklich begeistert, was das Ambiente betrifft, was die Namenswahl betrifft, Kältekatz, und was auch, sagen wir mal, das gesamte Architektonische, auch gerade im innenarchitektonischen Bereich betrifft. Und Sie können sich vorstellen, wir sind natürlich sehr stolz, wenn unser Thema diese Verbreitung hierüber findet. Bis hin, ich habe schon gerade ins Regal geschaut, dass die eine oder andere Kaffeetasse mit Katzenlogo vorhanden ist. Neben Dr. Harald Egidi war auch der Umweltminister des Saarlands, Reinhold Joost, beeindruckt. Es macht nochmal deutlich, worum es hier geht. Es geht um den gesamten Ansatz unserer Region, auch über das Nationalparkprojekt nach vorne zu bringen. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar.